fehlt noch Dark Fighter. Dark Fighter mit Kapuze rückt heran. Ist Stadler, das fällt unter Stadlers Order. Kapuze noch runter bei Dark Fighter und Boxen auf in diesem Augenblick zum Ars Nova Rennen über 1600 Meter. Dicht sind die Kandidaten abgesprungen. Vorne raus Sun at Work. Sun at Work und Burschentanz an der Innenseite. Auch Chantilly hatte einen sehr guten Start. Aber Sun at Work konnte die Spitze verteidigen und führt vor Chantilly. Dann außen in dritter Spur in Position Attitüde zu sehen. Vor innen Burschentanz. Dahinter dann Amalie vor Rock Academy mit Miss Somero, mit Dark Fighter außen und innen daneben Universal Star. Dicht geschlossen. Das Neunerfeld im 12. Rennen durch die Gegenseite unterwegs. Nicht beieinander, mögen 6 Längen sein, nur von Dark Fighter bis vor zu Sun at Work. Und Sun at Work bleibt voraus mit Andreas Helfenbein, führt auch durch das letzte Drittel der Gegenseite, vor Chantilly in zweiter Position, dahinter dann Burschentanz an der Innenseite an dritter Stelle auszumachen, außen Attitüde in vierter Position, vor Amalie, innen dann wiederum Universal Star, außen begleitet von Miss Somero von Rock Academy und letztes Pferd ist Dark Fighter. So gehen sie in den Dalbitzer Bogen längst hinein, sind im Scheitel schon angekommen und Sun at Work bleibt voraus. Sun at Work vor Chantilly, dann Burschentanz an der Innenseite. Seite. Daneben ist jetzt in zweiter Spur und fünfter Position Amalie zu sehen. Außen davor noch Attitüde vor Universal Star an der Innenseite mit Rock Academy. So kommen sie in die Zielgerade hinein. Und die 500 Meter Marke ist passiert. Sun at Work ist voraus. Sun at Work vor Burschentanz. Dann kommen weitere Angreifer mit Amalie, mit Chantilly, mit Attitüde und Rock Academy. Ganz innen auch Universal Star mit dabei. 300 Meter noch bis zum Ziel. Sun at Work konnte die Spitze behaupten. Vor Amalie, vor Burschentanz. Mit Universal Star an der Innenseite und Miss Somero. Aber Sun at Work geht vorne weiter. Freddy Tillitzki probiert jetzt mit einem Doppel mit auf Amalie, aber Sun at Work ist voraus, 100 Meter noch. Und Sun at Work hat einen Vorteil von 2 Längen, der wird vielleicht ein bisschen kürzer, aber Amalie kommt nicht mehr ganz ran. Sun at Work gewinnt das Rennen vor Amalie, dahinter dann Miss Somero, Ritter vor Burschentanz, vor Universal Star, Rock Academy, dann Dark Fighter vor Attitüde und Chantilly. Und hier die vorläufige Dreierwette zum abschließenden Rennen des Tages, Rennen Nummer 12. Der Sieg geht an die Programm Nummer 5 an Sun at Work, geritten von Andreas Helfenbein. Auf dem zweiten Platz die Programm Nummer 10, Amalie unter Freddy Tillitzki. Und auf dem dritten Platz die Programm Nummer 4, Miss Somero unter Maxim Pecheur. 5, 10, 4 im Ars Nova Rennen. Dann kommen weitere Angreifer mit Amalie, mit Chantilly, mit Attitüde und Rock Academy. Ganz innen auch Universal Star mit dabei. 300 Meter noch bis zum Ziel. Sun at Work konnte die Spitze behaupten. Vor Amalie, vor Burschentanz. Mit Universal Star an der Innenseite und Miss Somero. Aber Sun at Work geht vorne weiter. Freddy Tillitzki probiert es mit einem Doppel mit auf Amalie. Aber Sun at Work ist voraus. 100 Meter noch. Und Sun at Work hat einen Vorteil von 2 Längen. Der wird vielleicht ein bisschen kürzer, aber Amalie kommt nicht mehr ganz ran. Sun at Work gewinnt das Rennen vor Amalie. Dahinter dann Miss Somero.